Wir haben nach langer Zeit mal wieder ein Ranking am Start. Und zwar wird der Schalke-Kader anhand von Leistungen in der Hinrunde gerankt. Ihr habt es euch gewünscht und das Format ist endlich zurück. Und wir ranken in den Tiers ganz oben Malocha. Wir haben gut, zufrieden, Enttäuschung und aus Tribüne wird der Arena-Ring. Da sind noch zwei, drei Spieler drin. Ich glaube Aydin und Flick, die halt nicht gespielt haben. Wir fangen an. Thomas Aujan hatte ein direktes Freistoßtor, war aber all in all dieses Jahr wirklich nicht so gut wie erhofft. Und war halt suspendiert, weil er halt mit dem Trainer nicht abgeklatscht hat. Ich würde in Enttäuschung gehen. Auch wenn ich ihn sehr gerne mag, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen. Also tendenziell eher enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass er halt in der zweiten Liga besser performen wird. Timo Baumgartl, ja, das ist ein Bruch. Der Mann war echt schlecht, hat dann große Töne gespuckt gegen Thomas Reis, wurde suspendiert und hat danach 2 Minuten gespielt. Ich habe gedacht, der wird ein überragender Innenverteidiger für die zweite Liga. Wenn er jetzt im Winter gehen würde, würde ich halt sagen, ja, ab auf den Arena-Ring. Niklas Tauer, gefühlt gar nicht gespielt, auch ab auf den Ring. Nicht, weil er irgendwie scheiße gespielt hat, sondern weil er halt gar nicht gespielt hat. Wo soll ich ihn sonst hinpacken? Oder vielleicht dann eher in enttäuscht. Wahrscheinlich eher in enttäuscht, weil er hat ja jetzt nichts komplett Schlimmes irgendwas gemacht. Ja, würde ich, glaube ich, eher in enttäuscht gehen. Keketop, werden jetzt einige sagen, zu hoch. Er hat nicht viel gespielt. Wenn er gespielt hat, war er aber wirklich ein belebendes Event oben in der Offensive. Und deshalb packe ich ihn in gut rein. Also Malocha wäre jetzt zu viel. Und Malocha, dann hätte er noch besser performen müssen. Aber die Chancen, die er gehabt hat, da fand ich ihn ordentlich. Sogar eher gut. Ist ein junger Spieler, auf den ich sehr viel setze. Deshalb würde ich den in gut packen. Ibrahima Sissé hat halt auch gefühlt nur gegen Hamburg gespielt, glaube ich. Und da war er halt wirklich ass. Arena-Ring würde ich jetzt nicht sagen, weil er halt gefühlt ein Spiel gemacht. Deshalb würde ich da auch eher in enttäuscht gehen. Aber ich habe jetzt auch nicht so die großen Erwartungen an Ibrahima Sissé. Deshalb da eher in enttäuscht. Tobi Mohr hat natürlich einen riesigen Bock drin gehabt, ne, jetzt beim letzten Spiel. Aber ich fand die Entwicklung von Tobi Mohr in den letzten Wochen eigentlich echt stabil und würde da sogar, glaube ich, echt in Zufrieden reingehen. Also ich meine, es wird Gründe geben, warum aktuell nur Mörken und er spielen und Aujan gar nicht mehr in die Mannschaft reinkommt. Und deshalb würde ich da in Zufrieden gehen. Kenan Karaman, würde ich sagen, mit Abstand unser bester Spieler. Das ist unsere Lebensversicherung. So eine krasse Entwicklung, Alter. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass Kenan Karaman mal ein Spieler sein wird, wo ich sage, ja, der ist einer der, wenn nicht sogar der Spieler von Schalke, der muss ganz oben rein. Der Mann hat in einer völlig verkorksten Hinrunde in 12 Spielen 10 Scorer gesammelt. Und wir waren halt komplette Scheiße. Ich glaube, über mehr müssen wir da nicht reden. Mohr bei Aujan ist Quatsch. Naja, man darf ja nicht vergessen, ich ranke ja danach, was ich von den Spielern am Anfang der Saison erwartet habe. Und ich habe von Aujan erwartet, dass er einer der tragenden Säulen der Zweitligamannschaft wird. Und das ist er halt nicht. Idrissi, ganz, ganz selten gespielt. Aber wenn er gespielt hat, auch einen richtig geilen Pass jetzt im letzten Spiel auf Keke gespielt. Fand ich geil. In Düsseldorf reingekommen, da war er einer der Besten. Würde ich ihm zufrieden gehen. Bin ich gespannt auf das, was in der Rückrunde noch kommt. Gehe ich auf zufrieden. Für gut ist mir ein bisschen zu wenig, aber gehe ich in zufrieden. Ja, Danny Latzer hat ein wichtiges Tor gegen Nürnberg gemacht, so. Das war cool. Aber sonst muss ich bei Latzer sagen, ja, also ich würde ihn halt nicht mehr spielen lassen. Arena-Ring auf jeden Fall nicht, weil es war jetzt auch nicht so, dass der komplett scheiße war, wenn er gespielt hat. Er war halt nicht gut. Ich habe auch nicht so viel von Latzer erwartet, aber ich würde trotz allem enttäuscht gehen. Also es ist halt so ein Spieler, wo ich sage, der bereichert dich jetzt nicht so, dass er da eher einen enttäuscht. Ja, also jetzt kommen halt 2 Spieler, was ich echt vor der Saison nicht gedacht hätte, weil die Transfers auf dem Papier Sinn gemacht haben. Aber sowohl Schallenberg als auch Seguin, beide enttäuscht. Seguin hätte ich bis vor ein paar Wochen auch noch in den Arena-Ring reingeballert. Aber kommt jetzt langsam wieder die letzten Wochen. Schallenberg fand ich jetzt, der war kurz raus wegen einer Verletzung. Hat die Formkurve auch nach oben gezeigt. Aber Schallenberg war in den ersten Spielen wirklich gar nichts. Seguin, wenn er mal gespielt hat, auch gar nichts. Aber jetzt gegen Ende der Hinrunde geht die Form nach oben. Bin mal gespannt. Könnt mir vorstellen, dass der in der Rückrunde wirklich nochmal wichtig wird. Aber all in all muss Seguin auch in Enttäuschung rein. Also es hieß hier Seguin und Schallenberg, das wird hier unser Zentrum. Die wären richtig, 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 richtig gut. Das sehe ich halt nicht. Simon Terodde, so leid es mir tut, so leid es mir tut. Wenn er gespielt hat, hat er auch ein paar gute Aktionen drin gehabt.
aber du musst ihn leider auch in Enttäuschung reinpacken. Ich habe gedacht, dass Terodde halt wirklich wieder eine Torgarantie wird, da vorne drin. Und das ist er halt nicht gewesen. Auch wenn ich ihn ganz, 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 ganz gerne mag. Aber von dem habe ich halt wirklich mehr erwartet. Er steht jetzt bei 6 Scorern in 12 Spielen. Das ist wirklich solide. Das ist wirklich solide, wenn du überlegst, dass er nur in jedem zweiten Spiel von Beginn an gespielt hat. Ich kann ihn aber damit nicht hinzufrieden packen, Alter. Muss ich ehrlicherweise sagen. Na, ich weiß, der ist nicht mehr der Jüngste. War klar, dass bei ihm irgendwann der Cut-Off-Point kommt. Aber ich meine, du hast halt mit ihm verlängert, um mit ihm in die Zweitligasaison reinzugehen als dein Stürmer, ne? Aber ne, ich glaube, ich packe ihn, also ich kann ihn nicht ins gleiche Tier wie Schallenberg und Seguin reinpacken. Bei ihm liegt es halt auch viel daran, dass er halt wirklich einfach dann vor allem unter Karel Geraerts häufigerweise oder häufig unerklärlicherweise nicht eingesetzt worden ist. Tue ich mich schwer, mit denen ins gleiche Tier zu packen, wie zum Beispiel einen Seguin. Ja, Leo Greimel kannst du nicht ranken. Der Mann hat keine Sekunde gespielt, weil der einen Kreuzbandriss hatte. Ich bin enttäuscht davon, dass er sich wieder verletzt hat. Aber wie willst du den ranken? Brian Lassme. Folgendes. Brian Lassme. Also, ihr kennt meinen Stand zu ihm. Er ist unfassbar frustrierend, weil er halt wirklich bis auf ich renne und klopp den Ball mit allem, was ich hab drauf, wirklich nicht viel kann. Und wenn du, der wird aus der Saison mit 10 Scorern rausgehen, wie er es damals bei Bielefeld gemacht hat. Und dann guckst du drauf und denkst dir, ist okay. Aber der berühmt-berüchtigte Eye-Test ist halt bei ihm einfach super, super, super frustrierend. Aber was habe ich von Lassme erwartet? Ich habe mit Bielefeld-Fans mich unterhalten und ich habe auch das gehört. Der Mann kann rennen. Technisch musst du nicht viel von ihm erwarten. Hieß es schon in der Vorbereitung, dass er ganz große Probleme hat auf dem technischen Niveau. Wir haben den Lassme bekommen, der einem versprochen worden ist. Am Ende des Tages sind es 5 Scorer, das ist nicht die Welt. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, wie kacke das ist. Ich würde hier mit Wohlwollen in Zufrieden reingehen. Ist meine Meinung. Kusuki, wenig gespielt. Wenn er gespielt hat, gar nicht überzeugt. Aber auch keine Erwartung an den Mann. Enttäuschung. Matriciani. Ach, Henning. Was mache ich mit dem Goat? Was mache ich mit dem Goat? Er kann halt nicht mehr. Rein von der Attitude muss er ganz oben ins Tier, weil der Mann zerreißt sich immer für den Verein. Er hat aber halt seine Limits und die sind diese Saison vor allem auf der Außenverteidigerposition und vor allem in der Anfangsphase unter Karel Geraerts als Wingback. Dem wurden halt so krass seine Limits aufgezeigt. Es tut mir leid, aber auch da muss ich in die Enttäuschung reingehen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Also sorry, aber das... Also es gab so viele Spiele, Düsseldorf, Hertha, wo der wirklich von Spielern teilweise so, 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 so krass auseinandergenommen worden ist. Es tut mir leid. Derry John Merkin. Gut. Ey, hat mir gut gefallen. Einer der besseren bei uns. Finde ich richtig, richtig stabil. Finde ich gut. Hat auch noch Luft nach oben. Hat auch viele verschiedene Positionen gespielt, ne? Von Linksverteidiger bis Swingback bis linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Ich finde Merkin gut. Da bin ich echt, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden mit. So, jetzt wilder Call. Der Mann ist spät in die Mannschaft gekommen. War am Anfang überhaupt nicht fit. Tomáš Kalas. Ich call das Kid by the name. Geht in gut für mich. Der ist in den letzten Wochen wirklich gekommen. Ich bin echt sehr, 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 sehr zufrieden mit der Entwicklung von Tomáš Kalas. Der ist aktuell einer der Besten. Er hat aber das ganz, ganz große Problem, dass er mit einem der schlechtesten Innenverteidiger aus dieser Liga zusammenspielt. Und das ist Martin Kaminski. Und heilige Scheiße, ich bin so fertig mit dir. I'm sorry, Digga, aber ich kann's nicht mehr. Du bist wirklich so kacke. Du hast die Reaktionszeit von einem Toastbrot. Magst ein stabiler Typ sein, aber Digga, nee, wirklich nicht. Da muss ein neuer Spieler in der Winterpause her. Also... I'm sorry, Kaminski, aber... Marius Müller. Leider nicht viel gespielt, weil früh verletzt. Ich setze so viel darauf, dass der Mann wieder fit wird. Hab mich die letzten Tage mit dem unterhalten. Der Typ ist krass, ne? Der hat jetzt 2-3 Tage Weihnachten gefeiert. War ja unter anderem bei Knossi, weil die irgendwie Verwandtschaft haben, die sich kennen. Der ist heute zurück und gibt jetzt komplett Gas. Der will in der Rückrunde direkt wieder angreifen. Keine Ahnung, ob es fürs erste Spiel oder fürs zweite reicht. Oder vielleicht auch erst fürs vierte oder fünfte. Aber der Mann hat richtig Bock, ne? Wenn der zurückkommt, Junge, ist das, I'm sorry, der beste Torwart dieser Liga. Kein Disrespect an die anderen Jungs, wie Heuer Fernandes da rumrennen. Aber wenn er zurückkommt und an der Form anknüpfen kann, ist es für mich der beste Keeper in der Liga. Das hat er auch die ersten Spiele meiner Meinung nach gezeigt. Du hättest in Hamburg mit 7-8 Toren verlieren können. Hätte Marius Müller nicht im Tor gestanden. Malocha. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie privat mit dem cool bin oder so, ne? Also von den Spielern, und das ist jetzt kein Flex, sondern ich bin halt einfach ehrlich. Der Mann folgt mir bei Instagram, der folgt mir bei Insta, der auf gar keinen Fall. Der folgt mir, der folgt mir, der folgt mir.
So, ich werde hier auch Spieler schlecht ranken, mit denen ich schon mal was zu tun gehabt habe, ne? Also, das hat hier keinen persönlichen Touch oder sonst irgendwas, oder ich bevorzuge da niemanden, weil ich mit dem schon mal 2 Instagram-Nachrichten ausgetauscht habe. So, sondern das ist mein ehrliches Ranking als Fan. Und deshalb muss ich auch jemanden, den ich privat sehr, sehr mag, auch in Enttäuschung reinpacken. Polter war auch sehr, 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 sehr enttäuschend in dieser Saison. Habe ich mir viel mehr erwartet. Und der hat leider auch echt keinen Fuß auf den Boden bekommen. Hat, glaube ich, sogar auch 1-2 Scorer zusammenbekommen. Aber halt, finde ich, auch echt viele Spiele gehabt, in denen er echt frustrierend war. Ich muss dann aber was ändern. Polter steht auch bei 5 Scorern. Und ich muss was ändern. Ich muss sowohl Lassme runternehmen, als auch Terodde. Ich kann nicht Terodde und Lassme in zufrieden packen und dann Polter in enttäuschend. Die sind alle ungefähr auf dem gleichen Niveau von dem, was wir mir in der Hinrunde gegeben haben. Da ziehe ich Lassme und Terodde dann runter. Ich glaube, das ist dann fairer. Boah, Kabadayi, Alter. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, Yusuf Kabadayi. Ey, du hast deine Anlagen, ne? Du hast deine Anlagen. Aber gut, es war jetzt auch nicht bodenlos, wenn er gespielt hat. Zufrieden. Cedric Brunner. Am Anfang der Saison gar nicht reingekommen, dann verletzt, jetzt wiedergekommen, hat mir direkt gut gefallen. Aber all in all, von den Erwartungen von Cedric Brunner auch enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe erwartet, dass der einer der Spieler ist, der in der zweiten Liga die Mannschaft an die Hand nimmt. So, das muss ich fairerweise sagen. Und es ist jetzt halt viel Recency Bias. Deshalb wollt ihr auch den ein oder anderen Spieler halt höher ranken vielleicht. Aber man darf halt bei Brunner auch nicht, also man darf, finde ich, bei ihm nicht vergessen, dass er halt die ersten Spiele wirklich überhaupt nicht gut war. Ja, ich sag halt auch, also Brunner muss von der eigenen Erwartungshaltung einer der besten AVs in der Liga sein und das war er nicht. Ich sehe das genauso. Ich sehe das tatsächlich genauso. Tempelmann, gegen Ende der Hinrunde ein bisschen raus gewesen, aber sonst einer der Lichtblicke gewesen. Also auf jeden Fall muss er über Seguin und auch über Schallenberg. Tempelmann gehe ich in zufrieden rein. Der hat schon wirklich 2-3 richtig gute Spiele auch mit dabei gehabt. Bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, das sollte auch seinen Notenschnitt eigentlich widerspiegeln. Kommt auf einen Notenschnitt von 3,96. Seguin hat einen 4er Notenschnitt, Schallenberg 4,21. Ja, ich finde, den kann man in zufrieden packen. Ey, Michi Langer, wir haben irgendwie 2 Spiele gemacht. In den Spielen war der stabil. Langer kommt in gut. Drexler habe ich mehr erwartet, weil der in der ersten Liga wirklich stabil war. Aber habe ich mehr erwartet. Sorry, Domme, das war nix. Da habe ich echt mehr erwartet. Also bei Drexler nach der Rückrunde in der ersten Liga habe ich wirklich gedacht, dass es auch so eine Säule wird im Zweitligakader. Jemand mit Erfahrung, jemand, der die Mannschaft an die Hand nimmt. Hat mir auch über die weiten Strecken nicht gefallen. Und bei Langer nochmal war halt auch damals der Held gegen Magdeburg, ne? Als Müller verletzt raus musste. Hekeren, ganz junger Torwart. Leistung hat mir nicht gefallen, als er gespielt hat. Also der war jetzt nicht gut. Da muss ich aber auch sagen, es ist ein ganz, 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 ganz junger Keeper. Was ist halt die Erwartungshaltung? Trotzdem muss man meiner Meinung nach sagen, dass ich trotz allem Hekeren eher in Enttäuschung packen würde, weil der halt auch schon 1-2 Böcke drin hatte. Und da sage ich halt, egal wie jung du bist, die solltest du schon halten. Ey, alles in Ordnung, ne? Junger Keeper in so eine Drucksituation. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ah ja, Hekeren war im Tor stabil. So, sonst wäre halt nicht wieder Fährmann oder zwischenzeitlich auch wieder Langer reingekommen. Und spricht halt auch irgendwie Bände, dass wir nach 17 Spielen 4 Torhüter bewerten können. Bei Ralle sage ich euch ehrlich, ich fand ihn jetzt nicht gut. Mir ist es ein bisschen auf den Sack gegangen, diese Geschichte mit seinem Berater, dass er da rumgestänkert hat, als Müller die 1 geworden ist. Weil das Müller die 1 geworden ist, war vollkommen leistungsgerecht. Danach hat er auch seine Wackler drin gehabt. Aber vor allem auch jetzt gegen Ende der Hinrunde hat er meiner Meinung nach die Form wirklich nach oben gezeigt. Und muss man halt auch sagen, und das würde ich bei allen Torhütern noch mit in die Bewertung reinnehmen, auch bei einem Hickeren. Schalke Torwart sein ist auch undankbar. Und deshalb würde ich hier tatsächlich mit zufrieden gehen. Also ich fand jetzt Fährmann nicht schlecht. Asanoe Draogo. Digga, was soll ich euch erzählen, ne? Also man kann sich ja immer überlegen, man kann sich ja, also man, jeder hat ja seine eigene Meinung, was er von so Benotungssachen halten soll, wie zum Beispiel beim Kicker oder sonst irgendwas. Aber Uedra Ogo hat in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, das waren 11 Stück, 9 von Anfang an, finde ich, wenn du überlegst, er hat ein sehr gutes Spiel gegen Hannover gehabt, er hat ein sehr gutes Spiel gegen Hamburg gehabt, der hat ein sehr gutes Spiel gehabt, damals auch gegen Magdeburg, meiner Meinung nach. Also mir bleiben da wirklich sehr, 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 sehr viele positive Sachen hängen. Und ich würde aber trotzdem sagen, boah, ich überlege, ob ich ihn in Gut oder in Malocha reinmache. Ich glaube, Gut ist fairer. Ich meine, wenn er gespielt hat, war er einer unserer Besten. Ja, dann natürlich muss er in Malocha rein. Ich kann ihn doch nicht in Gut packen, weil ich sage, ja, du bist 17 Jahre und hast nicht jedes Spiel wie die absolute Endmaschine performt.
Das ist ja Quatsch, der muss in Malocha rein. Wenn er gespielt hat, war er immer einer unserer besten Spieler. Der hatte ein ganz, ganz katastrophales Spiel. Ich glaube, der war auch, meine ich, in... Boah, war das Paderborn oder Karlsruhe? Da hatte der auch ein ganz, 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 ganz schlimmes Spiel. Da ist dem auch gar nichts gelungen. Aber in all den anderen Spielen war das immer, auch wenn wir komplett scheiße waren, so der Spieler, über den halt wenigstens mal was ging. Junge, wenn ein 17-Jähriger halt... anstelle von Seguin, Tempelmann und Schallenberg, die teilweise auch für viel Geld oder viel Gehalt eingekauft worden sind, wenn der der Kopf des Mittelfelds ist, dann muss der da oben rein. Und der hätte auch noch viel mehr gute Spiele gemacht, wäre er nicht verletzt gewesen und zur Europameisterschaft, als zur Weltmeisterschaft gefahren. Oder geflogen, besser gesagt. Also ich glaube, ich würde es so stehen lassen, tatsächlich. Und ich glaube, ich bin sogar echt ganz zufrieden mit meinem Ranking. Ich glaube, das kann man echt so stehen lassen. Ich glaube, ich lasse es so stehen. Aber man kann sich natürlich immer darüber streiten, weil es ist jetzt bei mir... ein subjektives Ranking, was ich auch von den jeweiligen Spielern erwartet habe, ne? Also, ich glaube, man kann Case dafür machen, dass man zum Beispiel vielleicht einen Terodde doch eher in Zufrieden reinpackt oder vielleicht einen Matriciani sogar in Arena-Ring, weil der halt wirklich sehr, sehr schlecht war. Aber ich würde es so stehen lassen. Fairerweise muss ich aber sagen, es ist halt jetzt nur die Hinrunde und man muss halt das gesamte Ding bewerten und das kann sich ja in der Rückrunde noch alles tun. Was sagt ihr denn zu dem Ranking? Plus 1 oder minus 1? Ich glaube, ich lasse es so stehen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Lassen wir stehen.